Schau's wieder bei Donkey Kong 64 und Chunky ist voll mit Schmetterlingen. Beim letzten Mal, ja, wie man sieht, haben wir schon unseren letzten Kong mal ausgepackt. Ich hab eine Idee. Gehen wir kurz mal rüber zu Snide. Denn hier gibt's noch ein paar Bananas. Ich glaube aber sonst. Ja, das ist dann mal nicht. Deswegen. Nö. Ich gehe. Dann suchen wir doch mal weiter. Also ich muss irgendwie noch Cranky mal finden. Ja gut. Candy sowieso für sein Instrument auch noch. So, jetzt sehe ich effektiv nichts mehr. Weil gerade die Sonne wunderbar auf meinen Monitor strahlt. Okay, da unten ist dann noch das mit den Blaupausen. Ich habe den Namen schon, Snide. Ich habe eben noch gesagt, aber ja, zwei Sekunden später. Was ist der? Was? Jetzt bin ich wieder hier. Hier waren wir auch schon. Jetzt muss ich erstmal wieder. Interessante Attacke. Erstmal wieder mich zurechtfinden. Das Geräusche, die er macht. Jetzt komme ich wieder bei dem großen Lanky-Raum, ne? Ja, genau hier wollte ich nicht hin. Also ich muss sagen, in den ersten beiden Welten habe ich mich noch gut orientieren können. Da wusste ich immer so ungefähr, wo was genau ist. Aber ich muss sagen, in dieser Fabrik habe ich echt null Orientierung. Hier komme ich echt nicht so gut zurecht, wie es sollte. Das Geräusche. Moment, einmal drehen. So. Hier meine ganzen Bananen hier. Die ganzen flachen Bananen. So, ich denke mal, 10 sollten es auch gewesen sein. Da, ne, nicht da lang. Da. Plötzlich kommt dazu, zu meiner Orientierungslosigkeit, dass ich natürlich nichts sehe. Also eine gute Kombination an. Okay, die Welt mag ich nicht so sehr. So, wo haben wir jetzt seinen Schalter und was bewirkt er? Okay. Was? Auf Zeit! Okay. Machen wir das mal ein bisschen anders. Ja, das lief gut. Moment. Konnte ich hier nochmal hochklettern? Ah, hier. Kamera? Danke. 60 Sekunden noch. Oh, ich habe Lanky-Bananen gefunden. Und ich glaube sogar die letzten von ihm. 1, 2, 3. Ja, hier sind alle Lanky-Bananen. Das ist echt super von der Kameraansicht, muss ich sagen, ne? Da, wo ich hingucken möchte, um zu sehen halt, ob da dieser Teil da kommt. Da kann ich die Kamera natürlich nicht hindrehen. Natürlich fliege ich daneben. Na gut, ich gehe den Schalter eben nochmal neu aktivieren. Yo. Wo war der denn? Da.
Und dann denkt man sich, hä, wo denn? So, und dann nach oben. Jetzt. Geh hoch. Danke. Jetzt schnell runter, bevor das runterklatscht. So weit runter wollte ich zwar nicht, aber auch gut. Ich muss hier meine Bananen wieder sammeln. So. Muss nur gleich nochmal erinnern, ich will Lenke nochmal hier hinzukommen. Jetzt muss ich eigentlich nur an der richtigen Stelle stehen bleiben. Und zwar hier so. Dann kriege ich einmal die Bananen. Oder auch nicht. Ich gehe noch ein paar Schritte zur Seite, dann kriege ich zumindest die Bananen von eben. Kann ich mich mal bitte umdrehen? Na, kriegen wir die Bananen? Nein, zwei weg. Kriege ich die Bananen von eben zumindest? Ich habe sie nicht mal gesehen. Gut. Wir drehen aber noch ein paar Runden, ne? Auch noch zu weit weg. Ja, da muss ich ganz am Rand stehen. Okay. Kriege ich die jetzt? Nein, da muss ich auch ganz am Rand stehen. Ja gut. Gut zu wissen. Das heißt, in dieser Runde müsste ich jetzt aber beide bekommen. So. Und die noch. Dann einmal rein zum Heilen. Denn ich glaube... Moment, wo wir gerade hier sind. Geh mal Lenki her. Ich hole noch eben seine letzten Bananen. Boah, es hat geklappt. Da, wo ich hin wollte. Was? Also eigentlich wollte ich nach dem ersten Sprung dieses Flattern in der Luft machen, ne? Aber irgendwie dachte sich Spiel, nö, du flatterst heute nicht davon. Nein, 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 nein. Kamera auf dich mitzudrehen. So, ah, da muss ich runterspringen. Zack. Die Bananen noch. Und die letzten für ihn. Dann halt nicht, dann gehe ich wieder runter. So, die Frage ist, kam ich jetzt hierher? Ich glaube schon. Ja, ja, hier kamen wir her. Ich bräuchte echt mal irgendwann Jalousien für meine Fenster hier. Die Sonne knallt ja auch immer nur genau dann drauf, wenn ich gerade aufnehmen möchte, natürlich. Ja, das war richtig. Genau, hier waren wir zwar auch schon mit Chunky, aber haben noch nicht so viel gemacht. Ich glaube,
Von hier aus komme ich zu... Kann ich jetzt... Okay. Einfach mal in die Kiste reingebackt. Ich glaube, von hier aus komme ich jetzt endlich zu Cranky. Ja, meine Güte. Der war diesmal aber gut versteckt. So, dann hau mal raus. Was hast du? Für 3 Münzen. Ja, gib her. Giga-Gorilla. Kremlinus Caputus. So, jetzt kannst du die Spezialfässer mit deinem Gesicht drauf nutzen. Springe hinein und sei nicht überrascht, wenn du die Größe wechselst. Achte aber auf den Vorrat an Kristallkokosnüssen. Ah, ich habe noch einen zweiten. Okay. Primatenpunch. Caputus Deluxus oder Depluxus? So, du Kleinen, lässt doch die Gandy-Fäuste sprechen. Das hier dürfte also perfekt zu dir passen. Halte Z gedrückt und drücke B, um zu ermöglichen, was in die Quere kommt. Da gibt's nicht. Okay. Und dann holen wir uns noch ein wunderschönes Instrument. So, kennen wir ja alles. Die Terror-Triangel. Okay. Irgendwie passt die Triangel zu ihm. Okay. So, merke ich da nicht so. Also wir sehen uns später. So, jetzt können wir auch mit seinen Fähigkeiten mal auspacken. Wow. Weggeboxt einfach. Dann kann ich die Fähigkeit auch gleich direkt mal ausprobieren. Und zwar da vorne an dem Tor. Einfach weggehauen. Muss das unbedingt so ein dunkler Raum gewesen sein? Ich sehe nichts. Kann ich sie kaputt machen? Ah, danke. Licht ist angegangen. Die muss ich wahrscheinlich kaputt machen. Moment. Was? Warum? Warum habe ich gegengeschossen die ganze Zeit? Das war sehr sonderbar. So, jetzt muss ich mal ausprobieren. Nein, explodiert da nicht. So, dann bitte wieder Licht anmachen. Dann kann ich die Sachen hier auch in Ruhe einsammeln. So, meine Güte, ich habe schon eine Menge Bananen für ihn gesammelt. Wie habe ich das denn gemacht? Schießen? Nein. Hä? Was soll ich da tun? Kann ich die kaputt machen, die untere, und dann geht die obere auch kaputt? Komm ich überhaupt hoch? Ah, ein Schalter. Geht doch. Muss nur noch ankommen, während es hell ist. Lass mal hier wieder durchbacken. Muss nur noch ankommen, während es hell ist, ja. Hat gut geklappt, wie man gesehen hat.
Probieren wir es nochmal. Ja, Kameraansicht könnte schon fast nicht besser sein. Aber gut, damit haben wir auch unsere zweite Banane. Und die Laubpause habe ich, glaube ich, auch schon, ne? Na gut. Weiter geht's in die Richtung. Ja. Den haben wir gerade nicht gesehen. So, sei ruhig. Jetzt kriegst du meine Faust ins Gesicht. Was er schon ohnehin hat, aber. Ne? Und da haben wir schon sogar schon unser nächstes Tor, was wir einfach wegsprengen können. So, mal ein paar Münzen einsammeln. Kann man ja immer mal gebrauchen. Und Minispiel. Was haben wir denn? Alles oder nichts. Mhm. Sammle alle Münzen und erreiche danach die Zielflagge. Okay. Dann machen wir das mal so. Nope, ich habe einen Gang vergessen. Hier lang? Ist auf jeden Fall nochmal eine. Ih, geh weg. Ich sehe die Bomben gar nicht von denen. Haben überhaupt welche abgeschmissen? So, und irgendwo hier hinten bin ich auch nochmal abgebogen, ne? Ich kann mich nicht erinnern, einen Kremlin gesehen zu haben, aber gut. Was müssen wir noch jetzt das Ziel erreichen? Hier lang. Ja. Wir haben es gleich. Oh, close one. Very close. Donkey Kong. Ja, ich habe auch mit ihm die Blaupause. Das heißt, 30 Bananen und eine große nur noch. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo die große ist. Die Frage ist, wo sind die 30? So, jetzt sind wir wieder hier bei Kanonenkong. Ja, Kanonenkong. Genau so heißt der auch. Ich würde gerne raus aus diesem Raum. Ich würde gerne wieder zu 2. Ich weiß immer noch nicht, wo ich den noch. Wo habe ich noch ein paar Bananen übersehen? Hm. Ah, ich bin sogar hier genau richtig. Hm. Nee, da ist nichts. Na, komm. Hallo? Danke. Da oben fehlt noch was. Frage, wie viel dahinter jetzt noch versteckt ist. Auf jeden Fall sehe ich da schon mal einen Ballon für 10 Bananen. Ja, das war wunderschön gespielt. Schon aber nur ein Ballon zu sein. Moment, ich habe da unten Bananen gesehen. Ich glaube, die Kisten lasse ich da erstmal stehen. Ich habe das Gefühl, ich muss hier gleich ziemlich viel rumballern. Aber dann fehlen uns nur noch 10 Bananen. Die irgendwo wahrscheinlich fliegt noch ein Ballon rum, den ich übersehen habe. Na gut. Dann wollen wir nochmal auf den Schalter drücken und gucken, was mich hier erwartet. Auf den Schalter drücken? Danke. Okay. Irgendwas kam da gerade raus. Ein Gegner.
Oh, das Ding mal weg. Also im Endeffekt muss ich jetzt einfach nur kämpfen. Oh, ich krieg sogar Heilung. Nice. Okay. Das sind ein paar viele. Ich würde sagen, leg dich doch mit jemandem aus deiner Größe. Sieht schon irgendwie cool aus. Mega Battle. War schön, dass ich unendlich viel Kokosnüsse habe. Für das Battle. Au. Ich würde sagen, gewinnen wir noch. Au. Okay, wir machen das nur noch mit Sprintattacken. Huch. Ich glaube, wir sind eh stärker, die Sprintattacken. Und damit haben wir gewonnen, glaube ich. Banana. Und erstmal direkt weg. Banane siehst du nicht. So. Wo liegt meine Banane jetzt? Da. Erstmal daneben springen. Gut. Damit haben wir in dieser Welt sogar schon fast alles erledigt. Es fehlt, wie gesagt, nur noch eine Banane oder eine 10er Banane, 10 Bananen, ein Ballon, zwei Stauden, wie auch immer, für Chunky. Wo ich die übersehen habe, tja. Kann ich wahrscheinlich lange suchen. Ich kann da gleich einmal runterspringen und gucken. Ich gucke nur hier nochmal schnell in alle Gänge rein. Oh, das war ja für Didi. Und da war das für Lanky. Ja, irgendwo sind die 10 noch, ne? Eventuell werde ich offscreen nochmal so ein bisschen danach suchen. Damit die Welt direkt auf Anhieb komplett beenden können. Das wäre schon ziemlich geil. Das waren die Sachen von Didi. Da war ich auch schon drin. Mittel am Anfang irgendwo noch was. Ich weiß jetzt aber auch echt nicht mehr, wo ich noch was vergessen haben könnte. Wir sind am ersten, glaube ich, echt hier fliegt irgendwo noch ein Ballon rum, den ich irgendwie übersehen habe. Und ja. Da ist nicht zufällig noch ein Ballon drin? Nein. Naja, wie gesagt, ich werde dann nochmal ein bisschen offscreen suchen. Vielleicht finde ich den ja. Und dann werden wir beim nächsten Mal die Welt beenden und den Boss besiegen. Ich muss nur noch irgendwo hingehen, wo ich sicher stehe. Damit ich nicht gleich angesprungen werde die ganze Zeit. Vielleicht habe ich ja hier irgendwo was vergessen. Ja, geh weg. Lass mich. Nur verstecken. Zufällig unter der Treppe vielleicht irgendwas? Weil ich glaube, nee, da waren Lanky-Münzen unter der Treppe. Ich glaube, hier war nur. Ja. Vielleicht bei dem noch was vergessen? Ich glaube, hier habe ich auch alles. Nö. 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 Okay, ich suche noch mal ein bisschen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.